Ja, vielen Dank. Die ersten botanischen Gärten wurden in Europa nach dem Vorbild von Klostergärten so ungefähr im 16. Jahrhundert gegründet. Und das bedeutet, dass das erste Zweck und Ziel war, Pflanzen zu kultivieren in Gärten aus dem Vorbild der Klostergärten heraus zu medizinischen und zu Heilzwecken. Sie sehen das heute noch, wenn Sie sich einige Pflanzennamen angucken, zum Beispiel Salbei, Salvia officinalis. Dieses Officinalis heißt apothekenüblich und zeigt, dass die ersten kultivierten Pflanzen in Gärten häufig halt eine Heil- und eine Medizinalwirkung hatten. Nach dieser ersten Phase, späte Mittelalter, kam es dann zu der Erkundung neuer Erdteile und eine ganze Menge Exoten kamen aus Südamerika, aus Asien, aus fremden Ländern nach Europa und wurden in den Gärten kultiviert, weil man interessiert war an deren Nutzung und man wollte sie für Lehr- und Forschungszwecke kennenlernen und untersuchen. Und wir haben jetzt mittlerweile zurzeit in Deutschland, in allen botanischen Gärten zurzeit, so 50.000 Pflanzen in Kultur. Von den 50.000 sind 4.000 unsere heimischen Wildpflanzen, unsere Pflanzen, die wir hier in Deutschland haben. Und aus der Sicht des Botanischen Gartens jetzt der Universität Osnabrück ist das Ziel, diese Diversität, diese Vielfalt der Pflanzen als Leitziel des Gartens zu erforschen, als universitärer Garten natürlich primär. Und die weiteren Ziele sind sich auch für den Erhalt der heimischen, insbesondere Wildpflanzen, hier im Osnabrückener Garten einzusetzen. Der dritte Punkt wäre die Vermittlung der Bedeutung dieser Biodiversität. Das ist Aufgabe im Garten unserer Grünen Schule, der Umweltbildungseinrichtung. Ich würde gerne heute auf das Kultivieren und auf diesen Erhaltungsfaktor eingehen, weil Osnabrück da mehrere Programme auch national koordiniert. Ein Programm, was der Garten koordiniert und mit mehreren botanischen Gärten in ganz Deutschland zusammenarbeitet, ist die Genbank für Wildpflanzen, für Ernährung und Landwirtschaft. Das heißt, dass deutschlandweit Pflanzen, Saatgut, Samen geerntet werden von verschiedenen Standorten und sie werden dann bei Tiefkühlbedingungen gelagert. Und das sind Nutzpflanzen, Vorgänger. Das heißt, das sind Wildpflanzen, aus denen in der Züchtung unsere Nutzpflanzen, für die wir in der Ernährung, aber auch für andere technische Anwendungen heutzutage diese Pflanzen benötigen. Es geht also darum, Ressourcen, die angepasst sind an Standorte, wo unterschiedliche Wasser-, Klima-, Kälte-, Salzbedingungen herrschen, für weitere Züchtungsforschung, gerade jetzt, wo wir Klimawandel haben und reagieren müssen auf diese veränderten Umweltbedingungen, als Ressourcen zu lagern. Das geschieht zum einen in Genbanken. Ein Beispiel, dass diese Genbanken sehr wichtig sind, ist eigentlich nicht, ist ein bisschen traurig aus, dass wir in Spitzbergen eine große internationale Genbank haben, wo weltweit Saatgut von verschiedenen Ländern als Duplikate ihrer nationalen Genbanken lagern von 21 wichtigen Nutzpflanzen, die für die menschliche Ernährung essentiell sind. In Spitzbergen lagern die im Permafrost. Und jetzt, letztes Jahr, 2015, wurde das erste Mal von syrischen Forschern auf diese Duplikate zurückgegriffen, weil sie selber in Aleppo auf ihre nationalen Ressourcen nicht mehr zurückgreifen können. Also das Einsperren der Pflanzen in Genbanken ist eine wichtige Ressource. Aber die Gärten lagern nicht nur Saatgut ein. Eine andere Maßnahme, die der Garten macht, ist eine Erhaltungsmaßnahme, Wildpflanzen zu kultivieren. Wir haben jetzt hier in Osnabrück durch den sechsspurigen Ausbau der A1 in Tecklenburg eine Population von Orchideen, das breitblättrige Knabenkraut, das ist gefährdet, das hat der Botanische Garten genommen, die Pflanzen ausgegraben, in den Garten transferiert und als Schutzmaßnahme dort wachsen diese Pflanzen und werden nächstes Jahr wieder als Wiederausbringungsmaßnahme dann wieder ausgebracht. Das heißt, Gärten lagern Saatgut ein, sie haben Herbarien, sie haben Erhaltungsmaßnahmen von lebenden Pflanzen. Wir sperren die Pflanzen nicht nur ein. Ziel und Zweck ist, sie für die Forschung und Lehre zu nutzen und ihnen auch den Weg nach außen wieder zu ermöglichen. Vielen Dank.